Aufnahme. Moin, moin, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid zu einer neuen Folge um sie 2. Heute wieder mit Zulzig-Anzeige. Und ja. Heute sehen wir eine neue Lost Boy Fahrt. Oh ja, auf jeden Fall, mal gucken, was Ich abgeht. fahre gerade fahr mal 100 Euro. Ah, bist schon wieder da unterwegs, du. Du, oh ja. Meine selbstgebaute. So, wir nehmen natürlich unsere Ronja wieder mit. Dann geht's direkt los. 8 Minuten ist Abfahrt. Und Aber das ist nicht nur die 111er, ich habe auch noch eine 143er gebaut. ich bräuchte irgendwie nur so eine Halterung, wo ich die Tastatur und die Maus vor dem String im PC irgendwie da anders haben kann, ey. Also ich muss mich mal so nach vorne bücken, um das Ganze zu schreiben, aber ja, das geht ja noch. Aber trotzdem, da wird man schon eine Lösung finden. So. Ja, wieder mal eine Premiere, ne? Ein Jahr RSG, er hätte ich nicht gedacht. Ja, Glückwunsch. danke, danke, aber Bitte, ja, ist ja, spart euch die Grüße lieber auf, wenn dann das Große es losgeht. So, eins muss ich aber auch noch machen, noch nach dem Stream. Und zwar will ich die Clips direkt noch veröffentlichen, dass ich das als Werbematerial für meinen Kanal machen kann. Könnt ihr übrigens auch teilen, gell? Dass ihr da auch Bescheid wisst. Also die größere Frage, die ich mir ja stelle heute, an diesem heutigen Sonntag, ist ja, wirst Bitte. du es schaffen, meine Gesamteinnahmen zu knacken? Am einen Tag. Ich stelle mir gerade die Frage, ob du das als, dass ich nicht fahre, als Vorlage nutzen wirst. Am einen Tag. Und in der kommenden Zeit richtig Gas zu geben. Die Frage, die stelle ich mir tatsächlich gerade. Aber ich glaube eher weniger, weil ich habe dir schon so viele Steilvorlagen gegeben Ach und du du. hast sie leider nicht genutzt. Ja, ich bin froh, dass ich es auch nicht genutzt habe, weil ich habe. Ich, ja, schauen Also von daher kann ich ja eigentlich entspannt im Editor weiterbauen. Ich muss mir keinen Stress machen und nix, weil ich weiß eh, dass du das nicht knacken wirst. ist doch kein Marathon. Alles gut. Also, ja, aber langsam wird es langweilig, weil ich habe keinen, der mich herausfordert. Also, Ja. das ist ja. Es wird ja langsam langweilig. Na, fühle ich. Glaube, ich stehe. Aber dennoch. Also ich brauche langsam mal einen Herausforderer hier. Und den habe ich nicht. Das ist ein Problem. Macht er hier ein Mimimi? Also weißt du, mir kommt das halt einfach zugute, weil ich kann entspannt hier gerade bauen. Ja. Glaube ich dir. Hab schon wieder die nächste Kreuzung fertig hier, die ich mir selber zusammenwurschteln muss. Von daher, ja. Wir werden mal sehen, was der Sascha so in der nächsten Zeit zusammenfährt. Was ich demnächst mal so sah. Ah. Oh, auch wieder ein schönes Repaint hier. Also die Lost Boy Fahrt, die lässt ja eh nicht lange auf sich warten. Von daher brauchen wir Wisse. uns wenig Gedanken machen. Chat, er kriegt das schon hin.
Ja, sagt er jetzt. Aber ist jetzt das ganz richtig? In Wirklichkeit, Chat, baue ich ihn auf, damit er danach voll die Breitseite von mir kriegt. So. So, du. Herrlich, ja, jetzt haben wir alles. Immer. Und natürlich haben meine beiden Loks natürlich auch noch ein ZZH von So, Zug. dann fahren wir mal zur Haltestelle. Jet, das Betrug hier. Der hat mich einfach geklippt. Betrug. Na klar, einer. Ich habe einen Verfolger. Start, aber die jetzt aber keine Haltestelle, oder? Starthaltestelle. Nee. Von der 261 Bergbaustraße. Beim Chat, wisst ihr, was er wieder nicht gemacht hat? Er hat wieder nicht in den Innenraum geguckt. Ja, das kommt mal dann, wenn dann die Leute einsteigen, oder? So. Hallo. Tag. Oh. Hallo. Guckt euch da mal an. Schön. Oha, was ist das hier? Verpixelt, ja? Ja, hier. Das ist von dem Monitor, da kann ich nichts dran machen. Und wenn du jetzt ans Armaturenbrett gehst, Welches? ja, dann Armaturenbrett, ne? Ja. Fragst du mich noch welches? Wenn du mal wieder zurück in F1 gehst und rechts unten guckst, auf der Seitenkonsole. Rechts. Ja. Weiter rechts. Rechts zur Armatur. Jetzt bist du link, links bei dir, Entschuldigung. Ah. Nein. Nicht Nein. Ladekabel. Also er sagt, ich soll geladen werden. Und die Türstangen sind jetzt grün, wie sie ja auch eigentlich sein sollten. Die waren ja vorher nicht grün. Die hatten ja vorher dieses schäbige Grau. Die sind jetzt grün geworden. Perfekt. Gefällt mir eigentlich. Warte mal, ich komme noch mal rein. Bei grau-grün, ne? Und du wirst gleich im während der Fahrt immer wieder einen bestimmten Sound hören. Musst du mal drauf achten. Sind's noch da? Sind's noch da? Sind's noch da? Nee, nee. Da wird gleich ein Sound kommen. Den werde ich jetzt aber so nicht verraten. Lass uns einfach mal drauf achten, was kommt. Auf jeden Fall, das ist ja unser neuer Standard-Repaint, ne? Richtig. Wunderbar, alles ist super. Da kann ich ja noch mal nach der Tour gleich noch mal eine Zusammenfassung machen. Dann passt das. So, eine Minute noch. Dann geht's. Ach, warte mal. Haben wir denn noch mal den Fahrplan? Ah, war ja Zopp. ZOB, eine wichtige. Halt. Eine wichtige Information natürlich. Zop. Du fährst doch, glaube ich, über Hauptbahnhof. Ja, du fährst sogar über Bottrop Hauptbahnhof.
noch, was auch noch cool ist. Ja. Also, es gibt Versionen, da hast du. Nächste Haltestelle, nächste Haltestelle. Plankenschirm. Komplett. Cool. Viele unterschiedliche Versionen bei 111er und 143 und 140. Hier kriegt man ja Frostbeulen. Oh ja, krieg mal Frostbeulen. Also über Hauptbahnhof und zentraler Omnibusbahnhof, hast du gesagt. Ich. Vielleicht. Nächste Haltestelle, Ebelstraße. Da war der Sound. Ah, dieses Pfff. Richtig. Ja, hab man schon gedacht. Nächste Haltestelle, Plankenschen. Der ist auch neu dazugekommen. So, ich habe jetzt mal die Empfindlichkeit von dem Heatrigger mal ein bisschen runtergestellt. Dass es sich das da für euch ein bisschen geschmeidiger anfühlt. Dürft mir gerne unter den Videos mal eine kleine Rückmeldung geben, ob das gut ist. Und ja, also das, man könnte zusammenfassen, es gibt neues Repaint, es gibt neuen Sound, es gibt jetzt auch ein schönes eine schöne ZZA. Man hat gerade den Sound wieder. Was muss ich hier halten? Nee, ne? Das hält doch gar nicht dazu. Weil du wirst den auf der Fahrt halt öfters mal abblasen hören. Okay. Dann wird das ziemlich oft. Ja, und ich habe das auf einem Fahrzeug von uns hier angepasst. Der hat auch ein bisschen öfters mal so ein Wörtchen von sich gegeben. Mhm. Dementsprechend macht er das dann auch. Hoppala, da fliegt man über die Straße hier. Warum er hier immer noch ein bisschen ruckelt, das ist echt interessant. Ja, weil der dann den Hauptbahnhof den kompletten laden muss. Das ist einzig und allein am Hauptbahnhof. Okay. It's really cold here, isn't it? This is. This is a Frost Shuttle. Shuttle Bus. Welcome to the Frost Shuttle Line. You're not alone. Nächste Haltestelle, Bottrop Hauptbahnhof. Ja, Bottrop Hauptbahnhof, ja. Ruhig, Brauner, schön geschmeidig hier. Man wollte ja nicht übertreiben. Aber Justin, das hast du wirklich gut gemacht mit dem Sound. Und auch mit der Anzeige da, diese... Das hier drin, die gefällt mir viel besser. Ja, die große, die hat mich schon ziemlich angekotzt, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Also die ging mir wirklich richtig auf den Zeiger. Vor allem. Ich meine, klar, die hat zwar Werbung gehabt, ja, das okay, aber die war halt einfach, wenn du durch den Rückspiegel geguckt hast zur zweiten Tür von innen. Du hast halt einfach zu viel den Monitor gesehen. Und das ist halt ein Problem gewesen. Und damit wollte ich halt nicht mehr arbeiten. Kann man das so im ZZA stehen lassen oder muss dieses Komma weg? Weil wie gesagt, ich kenne mich da. Die schreiben das ohne Komma dabei. Ja. Ich weiß es aber nicht. Also wie gesagt, für die Seite Zugzielanzeige, wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne einfach bei Google Zugzielanzeige eingeben und dann hast du das da. Aber das RSG. Guten Tag. Warte mal, ich ändere das mal kurz. Hallo. Moin Moin. Guten Tag. Ich muss halt aber halt auch dazu sagen, die einzigen Busse, die das wirklich nicht bekommen haben, sind unsere LEs. Die haben das nicht bekommen. So.
Ich find's richtig geil. Also mir gefällt das. Achso, wir haben was? Grüner Pfeil, ehrlich jetzt? Nächste Haltestelle, Freiherr vom Steinstraße. Ich glaube, hier ist nur 30 erlaubt, ne? Etc. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Was gibt's sonst Neues vom Train Simulator, Lukas? Ja, Auto ist Vegarelius viele Hacks wieder rausgebracht hat mit Dosto 114er, 111er, 143. Die ich gerade fahre. quasi, ich habe dann auch die Sounds ein bisschen realer gemacht. Achso, und es gibt noch S-Bahn-München S1. Kam nämlich auch raus, haben wir auch schon gekauft. Eine geile Strecke. Das ist quasi von Flughafen des Ortbahnhofs. Und dann noch ein kleines Stück weiter. Dann endet gerade die S1 schon. Schlecht. Ja. Ich sag dir, da kann sie in die Bahnhöfe reinheizen. Schön mit 80 rein, Bretter. Glaub ich dir. Ach, warum gehst du denn da zurück auf deiner Ansicht? Das will ich doch jetzt nicht. Nächste Haltestelle, Passstraße Realschulen. Hell oder dunkel machen. Boah. Da muss aber ein bisschen mehr laden, die Tage da, ey. Mit U kannst du dich quasi hochsetzen. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir am Samstag einen schönen Tag haben, wo wir zusammen Leitstelle Fahrt fahren können. Dann schauen wir mal. So, aber ich würde gerne noch was an der Grafik hier ändern, weil das gefällt mir nicht. Ja, die Stelle ist sehr bekannt, um sehr doll zu lecken. Ja, aber... Auch bei mir leckt das ziemlich doll. Wir sind hier bei... keine Ahnung, so... Achso, ja. Ja, Tropper Bahnhof so... in der Nähe. Da leckt das irgendwie immer. Ich fahre jetzt gerade schön RE3 nach Leipzig auf Bahnhof. Kann das sein, dass er vielleicht die Bildschirmaufnahme ein bisschen zu groß ist, dass es deswegen nicht glatt geht?
Könnte sein, aber ich denke eher nicht. Okay.